Gregor Gysi für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Rentenrasur in Deutschland wurde zunächst durchgeführt von Union und FDP, dann allerdings verschärft von SPD und Grünen. Das war 2001 und führte zu einem Paradigmenwechsel in der Alterssicherung, mit der wir es heute zunehmend zu tun bekommen. Das Rentenniveau wurde von 53% des durchschnittlichen Nettolohns auf 43% im Jahre 2020 gesenkt. Wenn man sich einmal überlegt, wie viele Geringverdienende wir haben, und wenn man sich die Zahlen bei den Normalverdienenden ansieht, ist das eine skandalöse Absenkung, die Sie damals beschlossen haben. Die Anrechnungszeiten für die Kinderversorgung und Kindererziehung und die eigene Ausbildung wurde gekürzt. Die Rente wurde durch Einführung einer Rente erst ab 67 Jahren um 2 Jahre gekürzt. Das hat übrigens mit den gesellschaftlichen Realitäten nichts zu tun. Ich staune, dass Sie diese nicht zur Kenntnis nehmen. Ich nenne Ihnen nur ein Beispiel. Im Juni 2011 hatten von allen 64-Jährigen in Deutschland 9,9% einen Vollzeitjob. Davon 14,1% Männer, von den Männern und 5,9% von den Frauen. Und den anderen sagen Sie, sie sollen 2 Jahre länger arbeiten? Ja, eigentlich, frage ich Sie. Bei wem denn? Die Erwerbsminderungsrenten haben Sie ebenfalls gekürzt. Die Unternehmen wurden teilweise aus der paritätischen Finanzierung entlassen. Und dann haben Sie den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gesagt, die sollen jetzt eine private oder betriebliche Vorsorge machen. Und bei der privaten Vorsorge sind Sie dann auf die Idee mit der Riester-Rente gekommen. Das zahlen ja die Leute selbst. Dann gibt es noch staatliche Zuschüsse und die Unternehmen sind von jedem Beitrag befreit. Darum ging es Ihnen ja auch und um nichts anderes. Das heißt, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kam heraus wieder weniger netto vom Brutto. Und die staatlichen Zuschüsse bekommen ja nicht die Leute, sondern die Versicherungsunternehmen. Von 2002 bis 2011 waren das 16,6 Milliarden Euro. Und deshalb spendet ja Allianz jedes Jahr an Union, SPD, FDP und Grüne, nur an die Linke nicht, wo man sich ausrechnen kann, woran das liegt, nicht wahr? Jetzt sage ich Ihnen mal drei Beispiele. Also, zwei Arbeitnehmerinnen. Beide haben seit ihrem 35. Lebensjahr in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt. Beide verdienen, sagen wir mal, 1.790 Euro netto. Das sind keine Geringverdienenden, das ist schon fast der Durchschnitt. Also ich will bloß daran erinnern. Also die beiden. Die eine zahlt bei Riester ein und die andere sagt, ach, ich möchte den Beitrag nicht bezahlen, ich will mir lieber doch mal ein hübsches T-Shirt kaufen, ich verzichte darauf. Was kommt nun heraus bei diesen beiden? Also die eine bekommt, die werden am selben Tag Rentnerin. Die eine bekommt eine Rente von 500 Euro, die andere bekommt eine Rente von 640 Euro. Und beide können davon nicht leben. Beide erfüllen die anderen Voraussetzungen und beantragen die Grundsicherung. Dann kriegt die eine, um auf die heutige durchschnittliche Grundsicherung von 707 Euro zu bekommen, einen Zuschuss von 207 Euro und die andere von 67 Euro. Dafür hat die eine jahrelang Beitrag bezahlt, um dann dasselbe zu bekommen wie die anderen. Nichts ändern Sie daran, auch wenn die FDP es will. Gelegentlich sagt es auch die Union, aber Sie machen nichts. Sie machen nichts. Jetzt komme ich zu einem zweiten Beispiel. Eine Frau Schäfer ist Rentnerin. Sie ist 70 Jahre alt. Sie hat 3 Kinder aufgezogen, Jahrzehnte als Verkäuferin und Kassiererin gearbeitet. Sie bekommt heute eine Rente von 599 Euro. Sie könnte Grundsicherung beantragen, macht sie aber nicht, weil sie das nicht will, weil sie sagt, das demütigt sie. Viele machen das nicht, die das könnten. Und da muss man auch noch die Voraussetzungen sehen. Eine Eigentumswohnung darfst du ja nicht besitzen, wenn du die Grundsicherung beantragst. Ein Grundstück ab einer bestimmten Größe darfst du nicht besitzen. Und der Höhepunkt. Ja, aber der Höhepunkt. Du darfst nur ein Sparguthaben von 2.600 Euro haben. Das ist weniger, als selbst eine Hartz-IV-Beziehende haben darf. Dann muss sie das erst mal ausgeben, das Geld, bevor sie überhaupt Grundsicherung beantragen kann. Indiskutabel. Und deshalb muss diese 70-jährige Frau bis an ihr Lebensende in einem Minijob arbeiten, nicht weil sie das so klasse findet, sondern um überhaupt existieren zu können. 436.000 Menschen beantragen und bekommen bei uns die Grundsicherung. Und 925.000 könnten sie beantragen,
tun es aber nicht. Zwei Drittel verzichten auf ihren Rechtsanspruch, weil es so demütigend organisiert ist. Und dann kommt ein drittes Beispiel, die irrsinnige Lebenserwartung. Also, eine Frau, die vor 10 Jahren im Alter von 35 Jahren einen Riester-Rentenvertrag abschloss, muss knapp 80 Jahre alt werden, bis sie als Rentnerin alle Beiträge wieder einkassiert hat. 80 Jahre. Wenn sie aber davon träumt, doch eine kleine Rendite zu machen von, sagen wir mal, 2,5%, dann muss sie 90 Jahre alt werden. Und wenn sie die wohl nach ihrer Vorstellung dreiste Vorstellung hat, zusätzlich 5% zu bekommen neben ihren Beiträgen an Rente, dann muss sie 128 Jahre alt werden. Das erklären Sie mal den Leuten draußen. Die ganze Riester-Rente ist ein Hohn. Sie muss überwunden werden. Was hat damals der Bundesminister Riester gesagt? Wörtlich zitiere ich ihn. Wir haben das Ziel, das Versorgungsniveau im Alter insgesamt zu erhöhen. In Zukunft soll die gesetzliche Rente als Basis durch eine zusätzliche Rente ergänzt werden. Und so ein Mist ist bei alledem herausgekommen, um das auch mal deutlich zu sagen. Und dann kann ich Ihnen sagen, die geringverdienenden Riestern sowieso nicht. Die können sich das gar nicht leisten. Aber jetzt zurück zur gesetzlichen Rente. Also wer heute in Rente geht und 40 Jahre ununterbrochen gearbeitet hat, nie arbeitslos war, nichts, 40 Jahre, muss pro Stunde 10,80 Euro verdient haben, um nur das Grundsicherungsniveau von 707 Euro zu erreichen. Wenn er nur 35 Beitragsjahre hat, dann müsste er durchschnittlich pro Stunde 13 Euro verdient haben. Schauen Sie sich doch einmal die Realitäten in unserer Gesellschaft an. Wir laufen auf eine dramatische Altersarmut zu. Und die Grünen haben den Paradigmenwechsel immer damit begründet, dass sie gesagt haben, sie wollen die junge Generation schützen, damit die nicht so hohe Beiträge bezahlen muss. Die damals Jungen gehen jetzt in Altersarmut. Wechseln Sie doch mal Ihre Position. Nicht die Demografie ist entscheidend, sondern die Produktivitätsentwicklung ist entscheidend. Darauf müssen wir uns setzen. Und wir haben 3,3 Millionen Selbstständige, die überhaupt keine Altersvorsorge haben. Was soll aus denen eigentlich mal im Alter werden? Auch dazu machen Sie sich keine Gedanken. Wenn wir Altersarmut wirksam bekämpfen wollen, brauchen wir gute Löhne und gute Arbeit und als erstes mal einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn von 10 Euro. Wir müssen die ganze prekäre Beschäftigung, den Niedriglohnsektor, die Aufstockerei, die Leiharbeit, die Werkverträge, also oder sagen wir mal besser, den Missbrauch der Werkverträge, die befristete Beschäftigung endlich überwinden. Anders können wir Altersarmut nicht wirksam bekämpfen. Und übrigens, ich muss es auch mal der SPD sagen, sonst bin ich da ja nicht so kleinlich, Sie sind nicht die Erfinderin des gesetzlichen flächendeckenden Mindestlohns. Das sind nun wirklich wir. Und unseren Antrag vom 25. April 2002 haben Sie noch kategorisch abgelehnt. Ich finde es ja gut, dass Sie sich korrigieren, aber Sie könnten es auch mal erwähnen, wollte ich nur sagen. Also, um darüber hinaus Altersarmut zu verhindern und die Würde der Menschen im Alter zu wahren und den Lebensstandard damit sie den Lebensstandard auch einigermaßen halten können, brauchen wir folgende Schritte. Erstens, das Rentenniveau muss wieder auf 53% des Durchschnittseinkommens erhöht werden. Anders geht es nicht. Zweitens, die Kürzungsfaktoren, also Riester-Faktor, Nachholfaktor, Nachhaltigkeitsfaktor, müssen gestrichen werden. Drittens, Rente erst ab 67 Jahren muss zurückgenommen werden. Das können wir heute hier entscheiden. Der Antrag liegt vor. Viertens. Eine Rentenangleichung, auch der Rentenwerte Ost an West, muss 23 Jahre nach der deutschen Einheit jetzt mal endlich geschehen. Endlich geschehen. Und es muss eine gleiche Rente für gleiche Lebensleistung geben. Und ich verstehe das auch nicht, dass Sie das erst in den Koalitionsvertrag aufnehmen, Union und FDP, und dann einfach kündigen. Das ist nicht hinnehmbar für die ostdeutschen Rentnerinnen und Rentner, nicht hinnehmbar. Die Lücken und Benachteiligungen bei der Rentenüberleitung müssen beseitigt werden. Und fünftens, wir brauchen endlich eine Anrechnung der Kindererziehungszeiten auch für Kinder, die vor 1992 geboren sind. Erklären Sie doch mal einem Kind, wieso es weniger wert ist, weil es einen Monat früher geboren ist als ein anderes Kind. Das ist nicht nachvollziehbar, um es auch ganz klar zu sagen. Und auch dazu liegt heute ein Antrag vor. Auch dazu können wir namentlich uns entscheiden. Dann müssen die Abschläge auf die Erwerbsminderungsrenten gestrichen werden. Dann müssen wieder Rentenbeiträge für die Hartz-IV-Beziehenden bezahlt werden. Und dann, weil die Riester-Rente gescheitert ist, muss sie auslaufen.
Und jetzt wollen wir die Möglichkeit schaffen, dass Leute, die den Riester-Rentenvertrag abgeschlossen haben, alle Beiträge und die Zuschläge des Staates überführen können in die gesetzliche Rente, ohne dass ihnen Kosten entstehen. Das wäre immerhin ein Ausweg. Denken Sie darüber nach. Dann brauchen wir Lösungen für die Selbstständigen. Dazu haben wir Vorschläge unterbreitet. Und dann sage ich Ihnen, brauchen wir eine solidarische Mindestrente in Deutschland von 1.050 Euro. Dann haben wir auch keine Altersarmut. Und jetzt steht die Frage, wie finanzieren. Richtig. Und deshalb sage ich Ihnen noch, wie wir das alles finanzieren können. Wobei es mich nicht wundert, dass Sie nicht machen. Mich wundert auch nicht, dass Sie nicht mitmachen. Aber mich wundert, dass die SPD diesen Weg nicht geht. Also, wir müssen der neuen Generation sagen, alle Erwerbstätigen müssen von sämtlichen Erwerbseinkommen einen Beitrag in die gesetzliche Rentenversicherung bezahlen. Auch Abgeordnete, auch Rechtsanwälte, auch Beamte. Beamte müssen zwar dann einen Ausgleich erhalten, damit sie nicht schlechter gestellt sind. Ich sage das. Das Zweite ist, wir müssen die Beitragsbemessungsgrenzen aufgeben. Das heißt, die neuen Ackermänner, die Ackermänner der nächsten Generation, müssen dann einen bestimmten Prozentsatz von ihrem gesamten Einkommen in die gesetzliche Rentenversicherung einziehen. Und der damit verbundene Rentenanstieg, ja, das sehen wir doch auch, der muss abgeflacht werden. Das erlaubt auch das Bundesverfassungsgericht. Und dann brauchen wir über Altersarmut nicht mehr zu diskutieren, dann ist sie überwunden. Und endlich gilt der Grundsatz, der auch in der Schweiz gilt, dass es zwar richtig ist, dass die Millionäre keine gesetzliche Rente benötigen, aber die gesetzliche Rentenversicherung benötigt die Millionäre. Genau das müssen wir durchsetzen. Als Letztes sage ich, wir brauchen nicht weitere Kürzungen, wir brauchen einen anderen Weg. Fassen Sie mal den Mut. Lassen Sie uns doch mal alle gemeinsam etwas für die Rentnerinnen und Rentner der Zukunft in diesem Lande tun. Dankeschön.